Wir sind seit vielen Jahren mit dem IBC dabei, hier das Internetcluster München zu bauen. Und da möchten wir natürlich auch hier die Münchner Studenten von unserem Unternehmen begeistern, von dem Thema Digitalisierung begeistern. Und deswegen machen wir das hier in München jedes Jahr anlässlich der DLD-Konferenz. Ich fand das sehr spannend, dass durch künstliche Intelligenz wir wieder stärker lernen müssen zu lernen, neue Dinge zu machen, die mit Freude zu machen und wirklich sehen, Veränderung, Change ist positiv. Heute, das war absolut klasse, weil ich hätte das auch noch 2 Stunden länger machen können. Da fängt alles an, oder? Also wenn wir es nicht kriegen, dass wirklich diese Veränderungen und Entwicklungen an den Unis anfangen, dann passieren die garantiert nicht. Man muss kapieren, dass Computer nichts verstehen. Also sie verstehen gar nichts, also absolut null. Nur weil die irgendwelche Worte benutzen oder sonst irgendwas, heißt das noch lange nicht, dass sie verstehen, was sie da sagen. Das Thema von KI ist Automation endlich korrekt gemacht. Bei KI beschreibe ich tatsächlich am Ende des Tages nur noch das gewünschte Ergebnis und die Maschine findet die Lösung von alleine und exekutiert sie. Ich fand die Veranstaltung heute sehr gut, einfach weil uns dadurch ein bisschen mehr Praxisinhalte näher gebracht werden. Und eine sehr interessante Aussage von Herrn Boos war definitiv, dass keine Anzahl der Daten kann wirklich ein menschliches Gehirn darstellen. Ich fand es heute Abend sehr gut, dass das wirklich eine offene Veranstaltung war, zu der vor allem auch viele Studentinnen und Studenten gekommen sind. Die DLD-Lecture mit Herrn Boos hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Zum einen, weil die Organisation an sich schon mal super professionell war. Und gleichzeitig war die Speakerwahl meiner Meinung nach grandios. Also ich habe selten so einen interessanten Vortrag gehört.